Die 8. Triennale Bad Ragaz, die ist Geschichte. Man wartet auf die nächste im 24. Und das ist Tester Hohmeister. Ich habe mit ihr abgemacht bei den Affen. Tester wie immer voll in den Reif. Und schon wieder hat sie ihre Fäden gezogen. Also, wo wäre denn der nächste? Ihr kommt nachher da rauf. Zu den Affen. Also, es geht noch eine Stunde, oder wie lange? In der Mitte bekommt es geht um einen Affen, der im Bahnhof schon verpackt wurde. Da stehen nämlich nur die 11 und einer ist anscheinend eben noch dort unten. Tester hat mir runtergefahren zum Bahnhof und dort hat sie mit dem Fahrer etwas über einen vierten geredet, über einen vierten Affen, über einen roten Punkt. Hat mich doch interessiert, um was geht es jetzt da? Ich habe Tester gefragt. Warum ist es gerade der vierte? Ja, der muss den Mann, also es hat einen Mann gekauft, vielleicht hat er auch eine Frau. Ich weiss es nicht. Für mich sieht es ähnlich aus, aber als Führerin hat gesagt, sie begreife das, warum genau ausgerechnet der Vierte, hat Dönis mir gesagt, weil der hätte so einen knackigen Arsch. Ja, ja. Also das ist, weißt du, das ist straf gemeint, meint sie es nicht ein, natürlich. Ja, ich bin ja versorgt hier. Wie lange hast du gehabt, bis du den Affe einpacken hast? Es war etwa eine halbe Stunde. Braucht schon noch ein bisschen Zeit, gell? Ja. Und jetzt, was machst du? Warte auf die Kollegen wieder. Aha, und der ist das da drin? Der ist da drin, ja. Genau. Und bleibt jetzt mal da, ha? Irgendwann ist wieder abgeholt, oder? Aha, das ist dann auf Deutschland. Die gehen auf Deutschland nachher, Hamburg. Ja, Nordart gehen die wieder zurück, ja. Der vierte von rechts geht auf den Dutz, ja, ja, genau. Der bleibt in der Nähe, ja? Der geht auf den Dutz, ja. Und die anderen gehen wieder in die Ausstellung? Die anderen gehen wieder an die Nordart, also dort, wo wir es bekommen haben, ja, ja, auf Deutschland. Gehen noch nicht direkt auf China. Wir sind in Bad Ragaz geblieben und da zeigt sich klar, 000 steht hier. Die 8. Triennale Bad Ragaz, das gehört der Vergangenheit an. Das ist der Bios Morgen mit der Klanginstallation. Hinten dran hat man einen Laubbläser gehört mit einem riesigen Lärm. Du baust ab, gell? Die anderen bauen auf da hinten. Ja, die anderen machen. Ich habe jetzt meinen Sound abgestellt und jetzt haben die ihren neuen Sound, oder? Das ist ganz etwas anderes, aber es braucht es auch. Was sagst du so mit dem feinfühligen Gehör? Also wir zeigen jetzt der nicht, der das Laub entfernt. Was sagst du zu der neuen Erscheinung von Klanginstallation überall? Also mein Kollege hat jetzt gerade gesagt, wenn man selber gärtnert, ist es extrem dankbar, wenn man so schnell arbeiten kann. Aber sonst, sie sind dann schnell wieder weg. Ah, du bist ein Diplomat, gell, mit Weitblick, ja? Ja. Nein, das ist, weißt, das sind ja nur 12 Dinge, die ich müssen verbinden, oder? Und das kannst jetzt ist schön alles aufgeweicht. Ja. Und darum kann man, da kannst du einfach den Kabel entlang, oder? Und so setzt du noch einen Plan, hä? Ja, sonst habe ich da noch einen Plan, wie ich es verleiht habe. Hoppla. Das muss ich haben, weil sonst. Also vor allem für den Aufbau. Sonst gibt es einen Durcheinander, oder? Und jetzt meinst du, kannst du auch nur so die Kabel näher noch ein bisschen reissen? Ja, jetzt kann ich einfach reissen, weil sie schön aufgeweicht worden ist während zwei Tagen, oder? Am Sonntag. Das haben sie so geplant, oder? Ja, klar. Aber da war da wie Beton gewesen. Und jetzt hat das Wetter mitgespielt, gell? Super, hä? Ja. Was ihr nicht alles hinkriegt. Woher gehst du jetzt nachher mit dieser Klanginstallation? Das erste Mal gehe ich in mein Atelier, ja. Baue ich ein neues Gestell, damit man es ein bisschen aufstapeln kann. Und dann gibt es sehr wahrscheinlich eine Option, dass ich das neu platzieren könnte. Aber das ist noch laufende Verhandlungen. Das ist eigentlich unglaublich beliebt, das war ja unglaublich. Da sind ja manchmal Heerscharen für Leute rumgestanden. Ja, ja. Und was hebt es denn, meinst du, so als Künstler? Das eine wird dort mal gekauft, ein Gorilla, der scheint einen strammen Arsch hat, oder den anderen wieder nicht? Also, kann man das irgendwie sehen? Warum? Ich weiss es auch nicht, weil es ist tatsächlich, also ich spreche ja relativ viele Leute an. Genau. Und ich weiss es nicht genau, was es ist. Oder? Weil ich bin natürlich ein Quereinsteiger und dann ist das natürlich auch etwas Spezielles, dass eine Skulptur klingt. Das spricht die Leute total an, aber es gibt Leute, die schrecken das ab.
aus irgendeinem Grund beitönt alles, wie man hört. Es klingt immer alles, oder? Genau, ja. Und ich interpretiere jetzt halt das einfach, oder? Also mit meinem Klang, oder? Ich bin beim Spaziergänger noch da gewesen, und dann habe ich so jemanden gehört reden. Und es hat sich wirklich super, sie genial, die Einfallsreichtum, die man da anschauen kann, das sind ganz speziell. Es sind aber ein bisschen gross, oder? Haben sie denn gesagt? Also, könnte es eventuell auch, weißt, ein bisschen mal auch dämlich gehen, dass man ja, den Platz ja, es ist natürlich nicht fürs Nachttischl gedacht, oder? Also, weil es ist eigentlich ein Klangraum, oder? Und das brauche ich so viel. Und ich denke, für einen halb öffentlichen Raum wäre das natürlich fantastisch, weil die Leute kommen, sie hören, sie finden eine Ruhe, sie finden eine Stille. Und ich kann immer umeinander laufen, plötzlich treffe ich jemanden, oh ja, bist du das gesehen, oder? Also es ist eigentlich, man erinnert sich auch noch Jahre genau. Danach. Oder? Wäre eigentlich super im Foyer, gell, von einem Kongresshaus, von einem grösseren Haus oder auf dem Vorplatz? Also. Ja, das wär super, oder? Aber es wäre auch super in einem halböffentlichen Park, wie im Spitalpark oder so, wo die Leute könnten eigentlich ja, genau. Sich dort inspirieren lassen. Oder? Man fragt das sonst nie nach dem Preis. Ich tue es jetzt gleich. Also das Ganze kostet 80'000, aber dann kommt noch die Tonanlage und dann kommt noch natürlich der Aufbau. Oder? Aber sind wir ganz ehrlich, also eigentlich ein Schnäppchen, oder? Ja, es ist günstig. Es ist günstig, ja. Aber ja. Es ist dann für viel, also für jetzt einen Privaten, wenn ausser er ist wirklich ein Sammler, dann ist das ein Schnäppchen, klar. Und eben wirklich etwas Spezielles. Es sind wunderschöne Skulpturen, die eben natürlich auch klingen. Also, ja, muss man sagen, ist das eigentlich schade, gell? 80'000, also eigentlich ein Schnäppchen, wäre auch ein Schnäppchen und würde auch Bad Ragaz bereichern. Also was hebt denn das? Das eine verkauft wird, das andere nicht? Ich weiss es nicht. Also ich denke, das ist ja schon etwas ganz Spezielles. Ich denke, das ist eine Skulptur, wo du einfach ruhig musst werden. Und in der heutigen Zeit ist das in dieser Schnelllebigkeit eben ein riesig grosses Wort. Ruhe werden, still werden. Und ich glaube, du hast es schon angetönt, ja, das hätte doch irgendwo in einem Kulturraum oder Gelände oder wie man dem sagt, hätte es wunderbaren Platz. Und es wäre ja schön, wenn die Leute wieder einmal ein bisschen runterkommen. Weil ganz am Anfang, wo der Pius aufgestellt hat, hat die Führerinnen ja gekommen, sie haben ja dies und die alles wollen wissen. Und dann hat er zu ihnen gesagt, und wenn ihr mit der Führung hierher kommt, dann werdet ihr endlich still. Und so war es. Bei jeder Führung. Keiner hat mir etwas gefragt, keiner mir etwas gesagt. Es war wunderbar. Und wenn wir da sind, jetzt beim Abbau, dann muss man sagen, es wäre wirklich schön. Es wäre jemand mal still, gell? Also... Ja, absolut. Ja, ja. Das ist übrigens die Frau von Pius. Heula! Du unterstützt ihn mental, gell? Ja, mental und eben auch abhacken, wenn es gilt, und ich mache das liebend gern. Also, ich bin auch ein Handwerker im Herzen. Und ja, also, wir haben da immer super Synergien und es macht mega Spass. Auf, abbauen und die ganze Vorbereitung. Ja, das ist toll. Gell, auch wenn es verkauft wäre, ein bisschen weh, dann ist es vielleicht gleich. Gell? Es ist etwas Spezielles. Ja, es ist etwas Spezielles, aber das wäre Balsam auf alles. Wenn es würde ein Plätzchen finden, wo wirklich der Öffentlichkeit länger zugänglich ist. Das ist natürlich das Ziel von so einer Arbeit, dass das wirklich noch immer bleibt und dass es kann leben kann. In dem Sinn. Also das ist natürlich das Schönste überhaupt. Ja, und jetzt, wo es abgebaut wird, mit einem riesigen Aufwand, natürlich, das gilt für alle Kunstwerke, 400 Kunstwerke, 40 Künstler sind es gewesen. Jetzt, wo es abgebaut wird, da ist der Park, der wunderschöne Park, auch ein bisschen ärmer. Wir sind einfach einmal überall hergegangen, wo gerade abgebaut wird. Das rechts, das ist Dönis, das ist eine Führerin. Da ist viel Herz dabei, bei den Hohmeisters und bei all den Führerinnen. Ja, was die da im Herzen empfinden, die Gorilla, das weiss ich nicht. Aber wenn man da vorbeigefahren ist, als Autofahrer, dann hat man denen sicher einen Blick gewürdigt. Also, da hat sicher einem angesprochen. Da ist Bad Ragaz auch ein bisschen ärmer, ohne die 11 Herren. Dönis, Abbau, Trainertour ist vorbei. Hast du schon eine gemacht? Ja, gestern am Samstag, nein, Entschuldigung, am Sonntag habe ich die noch gemacht und zwar wirklich noch einige Leute getroffen und ich musste überall noch mal ein Tränchen fallen lassen, wirklich. Hat es Lieblingsobjekte jetzt für dich?
Hat es gegeben, ja, verschiedene. Manchmal, weil das Objekt mir gut gefallen hat oder die Geschichte dahinter oder die Reaktionen der Leute. Was waren so deine Lieblingsobjekte? Also? Vom Schönen her war sicher das Quiet of March von Bruno Walpott, das mir sehr gut gefallen hat. Oder die Maude, auch eine Bronzeskulptur. Und andere, einfach, die man konnte erleben, im Klanggarten stehen, rundherum laufen, sie von allen Seiten anzuschauen. Also es hat ganz, ganz viele, die mir einfach gut gefallen hat. 400 glaube ich, Skulpturen waren es, 40 Künstler, 8 Triennale. Wie ist denn dir das so gegangen? Weißt du, wenn wir so an das Budget denken, betrifft uns das nicht so, aber 2,5 Millionen. Hast du dir auch schon überlegt, da muss man auch irgendwie den Mut haben dazu, oder? Ja, und ich sage das auch immer wieder an den Führungen, wie ich bewundere, dass Rolf und Esther Hohmeister mit dem kleinen Kern die riesen Ausstellung organisieren, die ganze Arbeit, die sie machen, überall, wo sie sind. Und dass sie hier da ein kleines Rädchen sein dürfen, das macht mich unheimlich stolz und hat mir eine riesen Freude gemacht. Irgendwie im Mai 2024 geht es wieder los, bist du wieder dabei? Wenn ich darf, auf jeden Fall. Jetzt sind wir von diesen Gorillen, gell? Ja. Das ist ein bisschen speziell. Jetzt gehen wir mal zu deinem Lieblingsgorilla, oder wie war das? Die Geschichte willst du hören, ganz genau. Ja, gut, dann müssen wir halt leider. Also wie viele Gorillen sind es überhaupt? Ja, das war auch lustig. Ich habe immer erzählt, wie sich der Rolf gefreut hat auf die 12 Gorillen. Wir sind hier gestanden, wo da, oder die Menschen, die in Bad Ragaz angekommen sind und wie die aufgebaut worden sind. Und dann haben die Leute angefangen zu zählen. Weil sie haben hinter mir dann die Menschen gesehen und anfangen zu zählen. Und ich habe gemerkt, sie können mir gerne nicht mehr recht zuhören, weil ich von 12 geredet habe und da stehen die 11 Stück. Und einer ist schon mal gefunden, gell? Entschuldigung? Und einer ist genau schon darum. Und das habe ich dann gesagt und ich habe das eben lustig gefunden, weil ich persönlich würde ja nicht zählen. Aber die Leute haben dann wirklich gezählt. Und dann hat es mich angefangen zu korrigieren. Und dann musste ich sagen, eben, geh noch am Bahnhof den anderen anschauen. Und weil ich auch will, dass die Leute die Menschenaffen, die Kulturen von allen Seiten betrachten, habe ich dann erzählt, dass ich eben einen Lieblingsaff habe. Hey, jetzt. Und hast du von vorne und von hinten angeschaut? Es geht ehrlich gesagt um die Rückseite. Eben, siehst du, das habe ich dumm dem Fahrer gesagt, aber das sage ich jetzt einfach einmal vorbehalten. Er hat gesagt, das sind nicht Kürat, das ist ein Fahrer von Käppeli. Er hat gesagt, du, wenn du bei Frauen die Chance hast, musst du eindeutig den Rücken zutreiben, weil der Rücken ist irgendwie anscheinend faszinierender. Ja, jetzt gehen wir schauen. Wir gehen, ich laufe danach. Könntest du jetzt hinein dran? Jetzt kommt sie führen. Dennis, warum jetzt genau da? Form. Ich kann es einfach nicht anders sagen, es ist ein knackiges Hinterteil und mir gefällt der von hinten. Und was ich eben schön auch wieder gefunden habe, dass alle Leute von hinten gekommen sind, wie sie gestaunt haben, wie sie geschaut haben, wie sie gerätselt haben. Und da sind die Griffspuren. Er hat jedes Mal von mir ein bisschen Eis aufs Füdeln bekommen und darum sieht man das hier ein bisschen an der Bronze. Du hast ihn eigentlich verkauft, hä? Wer weiß, ja, ich habe wirklich gestaunt, als ich genau bei diesem Exemplar den roten Punkt gesehen habe. Meinst du, ist er dir irgendwie dankbar dafür? Ich weiß es nicht, ob er an einer Führung zufällig bei mir war oder einfach, ob wir den gleichen Geschmack haben. Oder ist es dir wichtig, 11 gehen jetzt wieder zurück auf Hamburg und der bleibt in deiner Nähe, gell? Ja, scheint so, ja. Einen kurzen Moment habe ich gedacht, vielleicht kriege ich den geschenkt im Garten, aber das ist natürlich vermessen, so etwas zu denken. Da kommen wir von Dutz, gell? Anscheinend. Faduz, oder? Ja. Kommt er auf Faduz? Ich glaube auf Faduz, ja. Ja, ja, siehst du, wäre in deiner Nähe natürlich. Werde auf jeden Fall besuchen. Weißt du, sind wir vorher überlegt, ob ich mit dem Kern Steiner beim Zoll in Basel war und so weiter, haben wir überlegt, meinst, ist das Originalgröße oder hast du das schon überlegt? Licht grösser, muss ich schon sehen. Ja, 3,5 Meter hoch ist er. Oder sind sie, genau. Und eben wirklich faszinierend, auch, wie sie von hinten und von vorne anders sind. Und natürlich die Masse da, wie die Leute begeistert waren, wie sie gestaunt haben, ist natürlich sehr, sehr spannend. Um die Reaktionen der Leute zu sehen. Auch. Und jemand kommt mir auch ganz verrückte Ideen. Spontan kommen wir jetzt 50 Jahre Frauenstimmrecht. Heisst, sind wir die potenten Männer und so weiter. Aber anscheinend, übrigens kommt gerade der Käppeli, gell? Es fängt an. Nochmal ein Tränchen. Also anscheinend die potenten Männer, also die machen bei Frauen gleich einen gewissen Eindruck. He? Sind es mehr Taffen, die Eindruck machen? Ja. In dem Fall einfach schon, genau. Aber du, Dennis, aber vorne hat er ein bisschen Bauch. Ja, das stimmt. Das ist aber gleich ein Knuddeliger, finde ich.
Das hat Dönis so meint, aber natürlich eben der Gorilla und nicht da die Leute hier eben von Käppeli. Aber man merkt natürlich schon bei der Dennis und natürlich eben auch bei der Esther, der Kontakt zu den Leuten, zu denen, die daher kommen, ist natürlich ganz wichtig. Und die Führerinnen, die spielen natürlich eine riesige Rolle. Es ist nicht nur Dennis, es hat einen Haufen Führerinnen, die natürlich die Ausstellung, die Freilichtausstellung, das Freilichtmuseum von der einzigartigen Art noch einzigartiger machen. Aber schieben. Das ist gut. Ja, das reicht schon. Gut. Das ist alles nicht so einfach, um das so zu machen. Wenn ihr mal die Lampen anschaut und denkt, hei, wie holen die jetzt der Gorilla hierher, dann müssen sie natürlich dann die Schachteln abnehmen, sie müssen es auspacken, setzen Sagex rein. Also absolut kompliziert. Nur die Gorilla, die haben stoische Ruhe bewahrt. Aber sie haben wirklich alles gegeben. Jetzt Platten weg. Und wie ist das jetzt mit diesen Sagex? Das muss alles gut verpackt sein, weil ihr wisst, 11 von diesen Gorillas können jetzt wieder zurück auf Hamburg und da darf natürlich auch nichts kaputt gehen. 900 Kilo schwer sind die Gorilla. Und ihr seht, also gibt es 4-5 Maler, die es braucht und eine Maschine, um ein so Gorilla hier reinzutun. Dann ist ein Gorilla mal geköpft worden. Es ist so richtig köpfig und dann wird er aufgezogen und dann nachher reingedrückt. Und auch das sieht ja so einfach aus, also fernsteuern natürlich. Mit dem Kran, der auf dem Lastwagen oben ist. Aber so einfach zum Reinlassen ist es eben gar nicht. Es muss dann alles schön passen. Ihr werdet es dann beim zweiten Gorilla noch sehen. Wenn er nicht genau richtig ist, muss man vielleicht 180 Grad drehen, bis es dann wieder geht. Ja, testen noch zwei, drei Sachen gefragt. Was sind das jetzt so für Gefühle, jetzt, wo der erste Gorilla da versenkt wird wieder? Ja, also es tut weh, es tut wirklich weh. Wir erleben das ja einfach alle 3 Jahre. Es ist eine Tatsache, es ist so, wir haben wunderbare 6 Monate gehabt mit Hunderttausenden von Besuchern. Und da die Affen, die haben Spuren, wie viele angefasst, angelangt worden sind. Es ist ja weh, ich bin eine heilige Figur, wenn sie dann die Füsse anlangen und so, haben sie Spuren hinterlassen. Auch am Hinterteil bei diesen Affen sieht man, wie es die Leute angelangt haben. Kommt noch ein bisschen Gold führen dort, gell? Es kommt tatsächlich Gold führen, ja. Ist auch Gold in Sache, das, was ihr hier für Bad Ragaz und eben natürlich auch für euch leistet. Also Bad Ragaz hat hier einen riesigen Standard-Marketing-Vorteil durch eure Privatinitiative, oder? Ja, das ist grossartig. Und die Leute haben es längstens gemerkt. Sie sind auch dankbar. Es ist auch sehr schön, das Bedürfnis, das sie haben, uns das mitzuteilen. Und dankbar und grosszügig und vor allem in dem speziellen Jahr, dass wir den Mut hatten, das wirklich einfach durchzuziehen. Für uns war das gar nie ein Thema gewesen, in der Covid-Zeit, das nicht durchzuführen. Eben, wir waren ja von aussen gewesen. Und das hat wunderbar funktioniert. Die ersten 2 Wochen musste man auf den Führungen noch Masken anlegen und nachher war alles, als ob nie eine Pandemie herum wäre. Nie schlaflose Nächte kam mit, wenn man 2,5 Millionen Budget. Ich kann mit dieser Zahl besser umgehen. Mein Mann, der Rolf, der hatte manchmal schon ein bisschen schlaflose Nacht. Aber irgendwie ist es jedes Jahr gegangen. Und sonst, wie in den ersten Jahren, müssen wir halt wieder eine Hypothek aufnehmen auf unser Haus. Und dann wird das. Dann haben alle ihren Lohn, den sie verdienen. Auch. Das heisst, es gibt 2024 wieder etwas? Jawohl, wir sind schon vorbereitet. Also wir haben schon Bewerbungen, die wir beantworten und entgegennehmen. Und tatsächlich am Samstag, am 5. Mai 2024, ist die Eröffnung der nächsten Ausstellung. Kann man sagen, bye bye Gorilla, aber gute News, gell? In 3 Jahren, man weiss ja nie. Ob es wieder könnt? Ja, ist klar. Eben. Und auch wir haben auch schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Und wir werden innerhalb der Organisation das ein bisschen an unsere jüngere Generation abgeben. Unseren Stiftungsrat haben wir schon verjüngt, sodass mein Mann und ich wirklich dann einfach nur noch geniessen können. Aber es wird ein langer Weg sein, es wird bis zum 24. nicht klappen, aber im Kopf und in dem Herz ist es so weit, dass wir die junge Generation jetzt anholen. Bis zum 24. ist dein Kühlschrank noch voll von Zedeln, du fängst sicher jetzt schon wieder an. He? Genau, also ich habe aufgehört mit Zedeln, ich tue jetzt jeden Tag den Computer, beim Neustart tue ich den Tagesablauf oder den Wochenablauf oder den Monatsablauf. Kommt jetzt auf ein A4-Blatt und der klebt am Kühlschrank und jeden Tag wird etwas abgehökelt.
Es ist wunderbar so. Viel Arbeit hat es und einiges hat sich geändert. Der Kühlschrank ist jetzt also mit elektronischen Zettel versorgt. Elektronik braucht es ja da, aber auch viel Manpower. Also das ist gar nicht so einfach. So, die Kiste, die wird jetzt verschraubt. Der Gorilla, der ist jetzt mal fix fertig verpackt. Das ist gar nicht so einfach, die Gurte hier so zu spannen, dass man eben den Gorilla dann auch wieder zum Schlafen schicken kann in die Liegestellung. Also weg von Bad Ragaz, von der Bad Ragaz, rauf nach Hamburg, 1000 Kilometer weg zu dieser Art-Ausstellung nach Hamburg im Norden von Deutschland eben. Ja, und dann ist der nächste Gorilla erfasst worden. Und auch der hat natürlich wieder müssen eingepackt werden. Das ist gar nicht so einfach, die sehen unterschiedlich aus, oder? Aber in einer stoischen Ruhe haben sie das über sich ergolo. Die Gorillen, die hier gestanden sind, sind insgesamt noch 9 gewesen, die geblieben sind. Das ist jetzt der dritte, der verpackt dort ist. Und das drückt. Ihr seht, er geht nicht hin. Sie probieren wirklich alles. Dann sagt er, drehen. Das geht vielleicht. Ja, vorne und hinten ist immer nicht angeschrieben. Und somit haben sie es der einfach einmal gedreht und gedrüllt. Also, das ist alles ja gar nicht so einfach, wie es aussieht. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl. Wenn man dann dabei war, hat man gesehen, es geht ziemlich lang. Das ist alles so ein bisschen verkürzt, was ihr hier seht. Und dann hat man in der anderen Stelle, jetzt weg von der Straße. Da ist jetzt so gleich ein halbes Jahr lang mit Sicht auf die Straße gestanden. Aber jetzt einmal weg zu der Straße, hat er endlich einmal die Sicht auf den wunderschönen Park hinter ihm gehabt, hat man dann eben auch hier verpackt und eingelagert in sein Bettchen nach Hamburg. Ja, das war jetzt Bad Ragaz 2021. Ich kann nur sagen, hat vielleicht auf einem Wiedersehen dann im 2024. Wir haben gehört, am 4. Mai, am Samstag 2024, da ist es wieder soweit. Bad Ragaz, eine neue Auflage, die 9. Triennale, ein Freilichtmuseum, das über den Eintritt einfach gratis ist. Wo gibt es das schon in dieser Größe? 400 Skulpturen.